Tag Leute, herzlich willkommen, ich bin Hell Gaming und ihr wisst natürlich, nur echte Männer schreien wie kleine Mädchen. So, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Silvio. Das ist die Remastered Edition, die vor kurzem rauskam. Und ich habe von diesem Spiel noch überhaupt nichts irgendwie gecheckt. Ich habe von diesem Spiel gar nichts mitbekommen. Ich habe mir aber kurz ein bisschen was angeschaut von diesem Spiel und es sah verdammt interessant aus. So wie es aussieht, sind wir irgendwie so eine Geisterjägerin, die halt irgendwie so ein Mikrofon hat und dann irgendwie Geister anhören kann oder so. Ich weiß nicht viel mehr davon. Ich will auch gar nicht viel mehr wissen, denn es sah einfach schon sehr geil aus. Man fährt da auch mit einem Auto so ein bisschen durch die Gegend, aber ich habe jetzt keine Scares oder von der Story irgendwas mitbekommen. Nein, wir schauen uns das natürlich gemeinsam an und dafür switche ich kurz ins Spiel und mache mich ein bisschen kleiner. So, da wären wir und wir starten einfach an. Das Ganze ist auch spielbar mit einem Controller, werde ich auch machen. Und ich bin einfach wirklich nur gespannt, was mich denn hier jetzt erwarten wird. Are you sure you want to start a new game? Yes, I'm sure. Juliet Waters. I work as an artist, specialized in EVP, electronic voice phenomena. Or as my friends say, I'm a ghost recorder. But I like to see it more as a two-way communication. I'm intrigued to know why they chose to linger in between the worlds. Or maybe they didn't choose at all. Maybe something is holding them back. Maybe I can help them take that step into the light. I don't know. But I can hear them. They're talking. And that's why I record. I live a couple of hours' drive from Saginaw, an old family park that's been closed to the public since forever. I've heard there's a back entrance into the park via an old walking bridge. I just bought an old piece of recording equipment, and I figured it could be a good place to test it out on. Also das fängt schon verdammt stimmig an, das Ganze hier. Sie ist also eine Geisteraufzeichnerin, eine Ghost Recorder. Ja, also das gibt's auch wirklich. Es gibt Menschen, die Geister mit Mikrofone aufnehmen oder auch mit Kameras. Das gibt's. Ich glaube dann, und deswegen habe ich hier schon ein bisschen Schiss. Also das Intro fängt schon sehr gut an. Ich freue mich auf dieses Projekt, auf dieses Spiel. Ja, sehr sogar. Bin gespannt. Ein bisschen gute Mucke gibt's auch. Gefällt mir. Mal schauen, ob es auch so lange happy bleibt. Die meisten Spiele, die happy anfangen, die enden sehr böse. So wie Filme. Okay. Oh. Sind das Schreie? Ja, das sind Schreie. Ich wusste es ja, dass es nicht lange happy bleiben wird. Das hört sich an, als ob da irgendwelche Geister schreien würden. 19 Uhr, Holly Jenkins. Okay. Okay, Holly Jenkins. This. Okay, then. Let's do this. Let's do this. Yes, let's do this. Okay, Horrorspiel mit... What? Oh. Ah, da fährt ein Auto sogar vorbei. Geiler Scheiß. Okay. Oh, das spielt sich relativ flott. Das ist schon cool, weil ich habe davor Gridbird gespielt kurz. Und da war das ja so lahm. Jetzt haben wir ein Horrorspiel, wo man sich schnell bewegen muss. Beziehungsweise kann. Das finde ich gut. Park closed. Wir müssen nämlich in den Park. Aber ich scheiß drauf, dass da steht Park closed. Für mich gibt es hier keine Regeln. Was ist das für eine Taste? Ah, auf X. Schön. Ja, einfach runter damit mit dem Schild. Und schon kann man drüber. Wunderbar, so einfach kann man das umgehen. Sehr schön. Ohne Scheiß, das gefällt mir, war ein gutes Spiel jetzt schon. Ich finde das geil. Hat auch ein bisschen was von Silent Hill so ein bisschen. Oh, das kann ich aufheben. Aha. Und jetzt? Aha. Wie nehme ich das jetzt auf? Ah, da habe ich dann mein Inventar. Wartet mal. Auf Y, genau. Und da kann ich dann diese ganzen Sachen dann aufheben, wie es aussieht. Okay, ich muss mir noch ein bisschen reinfuchsen. Ich habe noch gar nicht gespielt. Ich weiß auch noch nicht, wie das Ganze hier funktioniert, aber bis jetzt sehr geil. Used Pipe. Nice.
Geiler Scheiß, okay, das kann ich jetzt aber nicht mehr aufheben, oder? Das brauche ich nicht mehr. Einmal benutzen, wir brauchen es nie wieder. Okay, sieht interessant aus, ohne Scheiß. Sorry, we're closed. Das ist mir scheißegal, dass ihr geschlossen habt. Ich kann hier rein, wann ich will. Geil, schau mal, wie cool ich bin, Alter. Ich kann hier einfach drüber klettern und das ist gar kein Problem. Geil, jetzt bin ich im Park, wie es aussieht. Bin ich im Park? Ja, und jetzt? Ist das hier vielleicht so? Oh! Oh, fuck. I can't get back out that way. Scheiße, jetzt bin ich einfach irgendwie da hineingefallen. Das hat mich jetzt echt überrascht. Und auch erschreckt. Holy shit. Jetzt bin ich also hier irgendwo in so einem Horrorhaus drin. Kann das sein? Das sieht interessant aus. So ein Sternenhimmel oder irgendwie. Was ist das für ein Geräusch? Ah, das ist unser Mikrofon, das wir haben. Schaut mal. Ah, hier gibt's das Thank you und Ding alles. Das hört sich irgendwie an, als würden Enten ficken. Looks like the clay got in here too. Aha. Das ist aber nur eine kaputte Klimaanlage. Hört sich aber echt an, als würden Enten ficken. Schlimm, was ich für Kopfkino habe, Alter. Okay, wir sind also hier irgendwo. Im Nirgendwo. Was ist das hier bitte? Ich würde gerne wissen, was das hier ist. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt wahrscheinlich irgendein so Gebäude einfach. Oh. Oh, ein bisschen Musik. Wollen Sie eine Wein, werte Dame, und mit mir tanzen zu dieser schönen Musik? Einmal den teuersten Wein, bitte, aus Italien, Sergio, aber schnell, zack, zack. Bitte für diese wunderschöne blonde Frau, oder brünette Frau, oder egal, was wir haben. Mit wunderschönen, roten Augen. Wie der Wein, den ich trinken will. Okay, genug. Aber schön, ein bisschen chillige Musik. Muss auch sein. Hört auf zu ficken, ihr Scheißenten! Meine Fresse. Enten können aber auch richtig abgehen beim Sex, ne? Oh, und da haben wir es aufgemacht. Alter, bin ich geil. Aber da hat man irgendwie so schon kurz was nicht so Tolles gehört. Irgendwie hat man da ganz kurz so was Creepiges gehört. Okay, wir haben also einen Plüschschlüssel. Wunderschön. Sehr geil. Jetzt müssen wir noch gucken, wo dieser Schlüssel reinpasst. In welches Loch ich das reinschieben kann. Gibt es irgendwelche Geister? Sprecht zu mir, Geister, wenn ihr was zu sagen habt. Redet mit mir. Ist das ein Bett? Ah! Hier kann man den Schlüssel verwenden, damit es dann hier runter geht. Holy shit. Das ist ja mal creepy. Aber schon creepy, wenn man das Mikrofon so irgendwie ausgepackt hat. Dann kriegt man da schon Angst. So, Screwdriver benutzt. Wow! Chelsea Ronnie. Okay. Ich glaube, ich bin gestorben, wie es aussieht. Ich bin gestorben, oder? Bin ich gestorben? Ich weiß es nicht. Okay, ja. Das ist jetzt also einfach nur die Zeit, die halt umgegangen ist. Okay. Gut. Ich habe schon gedacht, ich bin vielleicht gestorben oder so. Bin ich aber nicht. Also das Bett ist schon sehr creepy. Das sieht aus wie so von einer Anstalt oder so. Tür ist offen auf jeden Fall. Gibt es irgendwelche Geister, die mit mir sprechen wollen? Dann sprecht jetzt. Oh, ja, hier war jemand vor kurzem. Hat jemand geraucht. Rauchen schadet die Gesundheit, ihr Wichser. Das wisst ihr schon, ne? Bam! Und offen. Was haben wir denn da? Yay! Ich habe eine Waffe. Oh, I wonder where the ammo is. Ja, hier kann man auch noch schießen in diesem Spiel. Die Frage ist, auf was soll ich denn schießen? Ich habe nämlich keinen Bock auf ein Ballerspiel. Ich muss nicht auf irgendwas schießen, wie es aussieht. Okay. Ich muss auf irgendwas ballern. Okay, dann muss ich halt auf irgendwas ballern. Dann ballern wir halt auf irgendwas dann gleich. Ist egal. Wir suchen jetzt noch Munition. Ja. Oh. Was ist das? Das hört sich ja irgendwie auch komisch an. Aufmachen. Was haben wir hier? Hier haben wir nichts. Oh shit, das ist hier sehr groß. Das ist hier verdammt nochmal groß. Okay. Nun schauen wir uns mal um, ob wir irgendwo Munition finden für das schöne Ding hier, oder? Sieht aber nicht so gut aus bis jetzt. Hier hat man auch einige Türen, die man aufmachen kann, aber die gehen dann nicht auf. Oh, was habe ich da jetzt? Ah, das ist die Munition.
Wow, was für eine geile Waffe, die furzt. Okay. Und ich habe gedacht, das ist eine richtige Pistole. Ich habe gedacht, das ist eine richtige Waffe. Wem soll ich denn damit bitte töten? Damit kannst du nicht mal Kinder töten. Aha, hier sind, hier ist ein Schloss auf dem Boden. Das kann ich auch nicht aufmachen, gell? Nee, kann ich nicht. Nö. Kann ich auch nicht. Okay. Gut, ich bin immer gespannt, auf was ich bitte mit dieser Waffe hier schießen sollte. Und was das überhaupt ist, womit ich schieße. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh. Was war das jetzt? Was ist das? Ah, das sind so Lichtkugeln. Okay. Okay, warum auch immer die ich brauche. Ich weiß es nicht. Aha. Okay, ich check irgendwie nichts im Moment. Ich check das gerade irgendwie überhaupt nicht, wo ich hin muss oder was ich machen muss. So, wo bin ich hergekommen? Wie bin ich hergekommen, ne? Ja. Okay, hier kann ich aber auch nicht wieder zurück. Macht ja keinen Sinn, ne? Okay, macht ja gar... What the fuck, da ist ja eine Krähe. Willst du uns was sagen, Krähe? Nee, die will uns nichts mehr sagen. Okay. Bis jetzt, es ist schon interessant, ne? Aber irgendwie check ich... Oh, was ist das jetzt? Ich wechsle lieber mal zur Waffe. Was ist das? Scheiße, was ist das? Macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich bin mit meiner Kartoffelwaffe bewaffnet. Verschwinde. Verschwinde. Ich habe eine Kartoffelwaffe. Okay, okay, das... Geräusch kommt irgendwie immer näher und lauter wird das. Ah, ich habe einen Schlüssel hier. Wofür habe ich den Schlüssel? Ja, okay, ich weiß, dass ich einen Schlüssel habe. Aber wofür? Oh, jetzt kommt die Muskel. Hört ihr das? Oh. Oh. Oh, ja. Ich glaube hierfür. Hierfür, oder? Hierfür? Nein, auch nicht hierfür. Hierfür? Ja. Okay. This must have been the storage for when the family park was up and running. I wonder what it's used for nowadays. Okay, jetzt habe ich hier halt wieder Munition gefunden. Hier haben wir, was haben wir hier? Auch Munition. Ah, ich kann mit mehreren Sachen schießen, okay. Bobby, Spots, Harmless, knock something over. There are two kinds of ammo. Nice tetra can hurt your siblings. Ja, ich will das da haben. Ich will jemanden wehtun können damit. Warte mal, das will ich nicht. Damit kann ich ja niemandem was antun. Ich will Schmerzen verursachen. Ich will töten. So, weg damit. Jetzt hier alles nehmen. So, ich will töten. Which one do you choose? Ich will töten. Was bin ich hier sonst hier? So, hier mal ein Auto. Ich glaube, mit dem Auto kann man noch fahren. Glaube ich. Ja, mit dem Auto kann man noch fahren. Da kann man noch einiges machen. Seht ihr? Nur wird das nicht möglich sein im Moment, denn das Auto ist so ziemlich am Arsch. Ja, aber man kann hier auch mit dem Auto durch die Gegend fahren. Also bis jetzt muss ich sagen, es schaut das Spiel sehr interessant aus. Ja, es sieht sehr interessant aus. Es ist auch ja, so ein bisschen horrormäßig, glaube ich, wird das auch dann später sein, weil man muss ja Geister aufnehmen, ne? Bis jetzt kann ich aber noch nichts wahrnehmen. Oh, doch. Ah, habt ihr das gesehen? Da kann man dann hin. Was? Warum bin ich jetzt wieder hier? Sinn? Hört ihr das? Das ist so eine Art Lächeln. Scheiße, Mann. Boah. Wo bei diesem Bett hier? Okay, ich höre Stimmen aus dem Jenseits.
Das ist nicht gut. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Nee. Weg. Ich will zum Auto. Ich will da wieder hin. Wie komme ich denn da wieder hin? Wie komme ich wieder zum Auto hin? Ich will wieder zum Auto. Wo ist Auto? Auto. Das war hier oben. Holy shit. Aber warum hat mich das jetzt dahin teleportiert? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich bin ja zum Auto hin, hat mich das irgendwie voll hin teleportiert. Warum auch immer, schaut mal. Es hat mich einfach hin teleportiert. Verstehe ich nicht, aber ist auch egal. Macht das Auto das wieder? Ich glaube nicht, oder? Nee. Aber auch da, schaut mal. Seht ihr das? Okay. Egal, Leute. Wisst ihr was? Wir machen einen kleinen Cut. Bis jetzt sieht das eigentlich sehr interessant aus. Sieht echt aus, als ob das cool sein könnte, das Spiel, und Spaß machen könnte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, nicht vergessen, ein Like da zu lassen und schreibt in den Kommentaren. Hell Gaming hört Stimmen aus dem Jenseits. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.